Ich darf herzlich begrüßen die Unterwasserfreunde Wiedigheim. Hey. Dann den Polizeisportverein Stuttgart. Den Feuerwehrförderverein Hoppenweiner. Hey. Sehr lautstark, super. Den Förderverein Feuerwehr Honig. Dann darf ich begrüßen den Sporthausclub Ludwigsburg. Die DLRG Klepp Schönbuch. Die Inseltaucher Nürtingen. Nürtingen. Die DLRG Aschberg. Den Schwimmverein Ludwigsburg 08. Die SSB Stuttgart. Die DLRG Nierstein. Die DSG Ludwigsburg. Unsere Kameraden aus Weimar, die DLRG Weimar. Weimar. Die Feuerwehr Remseck. Die DLRG Bamberg und die DLRG Konradshalm. Sollte ich jemand vergessen haben, ja, auch ihr seid herzlich begrüßt natürlich. Eine kurze Information für euch. Wir haben heute am Start 164 Personen. Vorgelesen hatte ich 18 Gruppen. Für euch zur Info, das Wasser hat herrliche 6 Grad Wassertemperatur und die Luft ist fast schon sommerwürdig mit 9 Grad. So, wie jedes Jahr gibt es jetzt ein paar Informationen für euch. Verhaltensregeln. Guten Abend, darf ich recht herzlich bei uns am Neckarstrand begrüßen. Und das ist heute die Premiere. Zum ersten Mal stammen Sie zum 50. Mal ausgetragen. Aber zum ersten Mal hier am Neckarstrand. Und das ist unsere Premiere, wo wir sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich, dass wir damals den Neckarstrand gemacht haben, dass solche Events wie dieses Winterschwimmen hier am Strand stattfinden kann. Sie nicht mehr wie bisher seit 1994 vom Headcorp starten müssen. Deswegen auch von meiner Seite will ich kurz halten. Genießen Sie es, gute Strömung, viel Spaß im Wasser. Alles Gute. Jetzt geht's dann gleich los. Alle bereit machen. Ich zähle runter von 3 und dann kommt der Schuss und dann geht's los. Also. Wow, war das. Zehn. Neun. Schon drin. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. 4, 3, 2, 1, los! Und jetzt geht's los! Also, los geht's! Er hat da einen Frühstart. Ja.